So, Leute, ja, wie ihr seht, habe ich ja jetzt hier den Kühler noch drin, sprich den LT Power. Ja, ich werde den aber jetzt ersetzen durch diesen hier. Das ist jetzt ein Top-Floor, weil hier kriege ich ja leider kein Laufwerk eingebaut. Das wäre jetzt dieses hier. Könnt ihr ja sehen hier. Der Platz reicht nicht. Da fehlen, keine Ahnung, 20 cm in etwa. Und ja, aus dem Grund habe ich mich jetzt für dieses Modell entschieden. Gegen eine Werbeveranstaltung, egal. Ja, jetzt muss ich natürlich jetzt alles wieder ausbauen, soweit. Also diese Teile, das Board, Grafikkarte, die ganze Verkabelung. Aber gut, jetzt geht er natürlich nicht schneller, weil ich ja weiß, was Sache ist. Von daher. Okay, ich baue das jetzt alles mal aus und dann sehen wir es dann gleich wieder. Viel ist da nicht drin. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie rum. Jetzt mal gucken. So, ich muss hier erstmal vorbereiten. Anschwolzen. Eins, zwei. Wenn die Kleinen da drauf geschraubt sind, mit den dicken Schrauben. Fest war nicht. Jetzt funktioniert hier. Wenn ich wieder losmachen muss, spannen wir nämlich da was. Muss jetzt eigentlich da drauf. Bin ich da gar nicht dran. Muss ich das vorher machen? Shit. Ja. Also wieder abmachen. Erstmal dran montieren.
Mittlere Loch war das, meine ich. Das Board wird da von unten mit der Schraube gekontert. Ich gucke trotzdem immer in die Beschreibung. Boah, der Anhaltspunkt, wird hier die schwarze, ja, das ist ein Plastikring oder was, der wird wohl aufgeklebt sein. Deswegen ist hier auf der Mutter auch drauf. Damit da nichts passieren kann, denke ich mal. So, CPU-Kühler, Quatsch, der Anschluss ist da hinten, da werde ich dann nach hinten verlegen. Das ist echt winzig. So, das ist die richtige Richtung. Ja. Ein bisschen drehen. Doch so rum, okay. Also dann genug ist der Kabel hier von daher. Das war auch schon eine sehr enge Kiste hier. Und man könnte ihn zur Not auch dahin machen. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde. Gucken wir mal. Andererseits die Pferde auch besser. Solange da nichts berührt hier, ist das also okay, dann kann da nichts vibrieren. Dann hängt hier jetzt wieder ein bisschen an Plastik, der Bügel. Ich hoffe, da vibriert nichts. Ja, sehr, sehr überschaubar. Okay, dann müsste ja eigentlich schon ein bisschen kleben hier. So, da sind die Schräubchen, die Gewinde. Wie gesagt, jetzt mit der schwarzen Seite, diese, ich nenne sie mal Plastik-Unterlegscheibe, Richtung Board, dann können wir von selber auf die sicheren Seite. So, wie gesagt, ein ganz anderes Bild. Da können wir jetzt hier noch ein bisschen zusammenknüdeln. Zum Anstecken. Rein theoretisch könnte man auch so liegen lassen. So. So Leute, es ist vollbracht. So schaut es jetzt aus. Jetzt haben wir hier auch genug Platz für das Laufwerk. Klar, die Kabel die muss ich jetzt ein bisschen komprimieren, weil sonst würden die nämlich genau in den Lüfter ragen hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Also so sieht es jetzt aus. Die Kabel sind jetzt hier alle unten ein bisschen versteckt. Hier habe ich sogar noch die etwas hier an der Strebe festgemacht, damit die Kabel ein bisschen höher hängen, damit sie hier nicht in den Lüfter kommen. Und ja. Ich schließe jetzt mal alles an. Starten wir mal die Gurke. So läuft alles. Sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir noch ein Bild kriegen. Fiel bis auch gut. Perfekt, da kommt das Bild. New CPU installiert, ja, ich weiß. War zwar nicht dieselbe, ist zwar dieselbe, aber wurscht. So, BIOS. Perfekt. Ja, die sind laut, ist auch schön. Das geht schnell läuft denn. 1200. Ja. Ist annehmbar, würde ich sagen.
CPU 39 Grad, gut, ist jetzt gerade das Lauf, fängt ja jetzt gerade erst an, so von daher passt das wohl. Das CPU wird wärmer. Läuft ja alles. Ja, es ist leicht ein bisschen lauter als vorher, wie ich finde. Na, da laufen jetzt alles ein bisschen höher, die ganzen Lüfter. Das ist immer eine Einstellungssache. Von daher. Okay, dann würde ich sagen, dann bin ich mal wieder raus. Euer 47er. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.